spätestens nachdem ich den ersten Rap-Song gespielt habe, waren die Leute schockiert. So, what? She's rapping? Is that Lieblingsmensch? Mango oder Ananas? Hast du was mitgebracht? Ja, ich dachte, wir snacken so ein bisschen was unterwegs. Dann nehme ich Mango. Okay. Ein paar Vitamine zum Frühstück, ne? Voll. Ich bin auf seiner Hip-Hop-Tour. Treffe Legenden, Veteranen, Leute der damaligen Zeit, Leute der heutigen Zeit. Und da war es mir ein Herzensangelegenheit, in Frankfurt mit dir eine kleine Runde zu drehen, weil wir beide uns ja auch schon ein bisschen aus dieser Zeit kennengelernt haben, bevor dann dieser große Amika Superknall passiert ist. Und ich glaube, du viel, viel mehr Hip-Hop bist, als das vielleicht die Leute auf den ersten Blick immer so wahrnehmen. Erstmal schön, dass du an mich gedacht hast und schön, dass du hier bist. Freut mich natürlich für dich immer. Oh, das freut mich zu hören. Dankeschön. Aber ja, ich glaube, du hast mit dem, was du sagst, gar nicht so unrecht. Das vielleicht in der Mainstream, auf der Mainstream-Ebene mehr so als Pop wahrgenommen wird als Hip-Hop. So, du musst mir erstens helfen, wo wollen wir hin, bevor ich hier ins Leere fahre. Lass uns doch einfach ins alte Studio von mir. Also ich habe da noch einen Raum, den nutze ich aber gar nicht mehr, aber da stehen noch so ein paar Sachen. Da hat jetzt zum Beispiel der große Teil der Arbeit am zweiten Album stattgefunden. Ah, okay. Und da habe ich immer mal so meine Skizzen vorbereitet, bevor ich nach Berlin gefahren bin, um dort mit den Jungs, mit den Bee Gees alles auszufeilen. Wie viel Hip-Hop bist du? Boah, ich glaube, ich bin 80% Hip-Hop, 20% Pop. Ja? In meinem Kopf. Ja? Ja. Woran machst du das fest? Woran merkst du das immer bei dir? Ich merke das an meinem eigenen Musikgeschmack einfach ganz arg. Ja? Ich höre auch total gern Pop so. Also wenn es ein guter Popsong ist und der irgendwie was Krasses aussagt, dann kann ich mir das auch wirklich im Loop anhören. Aber mein Herz kommt, oder beziehungsweise mein Herz schlägt auf jeden Fall schon Hip-Hop unter. Das merke ich auch an der Herangehensweise, wie ich Songs mache. Das ist immer irgendwie, muss da ein Leitfaden sein, der irgendwas Hip-Hoppiges hat. Ja, und das ist die Wurzel, die wahrscheinlich in dieser Stadt irgendwann entstanden ist, ne? Kannst du dich an an deine ersten Kontakte, deine ersten Hip-Hop-Erfahrungen noch erinnern? Meine ersten Hip-Hop-Erfahrungen, die haben witzigerweise auch gar nicht in Frankfurt stattgefunden, sondern in Offenbach. Aha. Weil ich dort Jungs gefunden habe, beziehungsweise die mich, die mich das erste Mal so mitgenommen haben, auch ins Studio und mir gezeigt haben, wie man überhaupt einen Text schreibt, zum Beispiel. Ja. Und das sind die Jungs von United Liberty, Shoutout an United Liberty an dieser Stelle, aus Offenbach. Und da hat alles begonnen sozusagen. Wie war das für dich? Ich meine, du bist ja natürlich auf der musikalischen Seite unterwegs, aber dieses ganze Gesamtpaket Hip-Hop, was ja früher sehr noch mit klassischen Elementen und auch mit dieser Verbindung zwischen Rap, Graffiti und Breakdance so seine Ursprünge hatte, über die Jahre sich natürlich aber auch einfach immer weiterentwickelt hat, bis hin zu einem State of Mind einfach, so eine Attitude. Wo würdest du dein Hip-Hop einordnen? Ist es mehr so ein Gefühl oder ist es auch schon ein aktives Leben von Elementen dieser Kultur in der Vergangenheit, vielleicht in deiner Jugend, bevor man dich noch nicht so kannte? Vielleicht das, was aus diesen vier Elementen übrig geblieben ist bei mir, sind Beats. Ja? Ja, also klar sind meine Beats auch nochmal nicht so 100% Rap, aber da ist halt immer irgendetwas, was an Hip-Hop erinnert und das war mir immer wichtig. Aber ansonsten, ich meine, Hip-Hop verändert sich. Ist eben nicht mehr Boom Bap oder es ist auch nicht nur Trap oder Dirty South oder wie man es früher genannt hat. Es ist halt mittlerweile auch gemischt mit Pop-Elementen. Das, sei es auch nur irgendwie ein klassisches Piano, was über so einer harten Kick und Snare liegt. Das Gefühl, also the mood, so wie man im Studio ist und Songs runterschreibt, Ideen oder Beats anhört und daraufhin irgendwie das Gefühl hat, was schreiben zu wollen oder was sagen zu wollen, das ist für mich auch schon Hip-Hop. Versuchen wir mal das genauer in Worte zu fassen, weil ich verstehe schon, was du meinst. Das ist natürlich auch etwas, was man über die Jahre, wenn man Teil von dem Ganzen ist, mitkriegt und spürt. Aber wie beschreibt man das? Das ist irgendwie so, also man braucht, glaube ich, den Leuten da draußen nicht mehr so krass Hip-Hop zu erklären. Ich glaube, das ist einfach eine Mindset-Sache. Ja. Man hat etwas zu sagen, man kommt von irgendwo her oder man vielleicht, was weiß ich, jeder hat ja seine eigene Geschichte. Der eine kommt
aus der Unterschicht und will es allen zeigen und will nach ganz oben. Das ist auch irgendwie ein bisschen Hip-Hop für mich und Rap. Ja, so, voll, voll. Started from the bottom. Und auch das ganze Battle-Ding. Also Battle-Rap und Punchlines und Battle-Rap finde ich auch auf jeden Fall ist eine sehr, sehr wichtige Sparte, die Hip-Hop geprägt hat, noch deutschen Hip-Hop. Obwohl das, glaube ich, meistens von ganz, ganz vielen Leuten, also von der breiten Masse nicht wirklich verstanden wird, warum man sich jetzt disst, sozusagen. Dass es so auf einer sportlichen Ebene gesehen eigentlich total cool ist, ja. Aber Leute checken das nicht, dass es irgendwie auf eine Art und Weise auch Sport ist. Warum hast du angefangen, Musik zu machen? Erstmal, weil ich es total geliebt habe. Weil ich Musik einfach an sich geliebt habe. Ich könnte schon sagen, dass bei mir, wie bei vielen anderen auch, die Rap oder Hip-Hop machen, dass man das macht, um erstmal von irgendwo rauszukommen, von einem Platz wegzukommen, der einem nicht so gefällt. Hattest du ein schwieriges Umfeld? Ich habe zum Glück eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, aber es war nicht immer sehr schön. Also was für andere vielleicht irgendwie ein Schock ist, war für mich tatsächlich Normalität. Und erst dann in dem Moment, wo ich Leute getroffen habe, die eben nicht aus so einem Metier kommen, ja, habe ich gemerkt, wie unnormal das eigentlich ist. Naja, was heißt unnormal? Es ist schon normal, aber es ist halt nicht das Angenehmste. Sagen wir mal so, wenn du irgendwo, und das ist jetzt auch wieder nicht kein Disrespect an irgendwelche kleinen Dörfer, aber wenn du halt in einem kleinen Dorf aufwächst und idealerweise noch in einer Reihenhaussiedlung, ist es halt noch ein kleines bisschen was anderes, als wenn man in Frankfurt in der Innenstadt oder auch in Hamburg in der Innenstadt oder so aufwächst. Ja, eigentlich. Weil es einfach ein anderes Level ist, wie man miteinander umgeht. Und ich denke mir, da wird man tough. Da wird man tough, ob man will oder nicht, glaube ich. War dadurch Rap als Element von Hip-Hop auch so dein Ventil? Also hast du das für dich selber gefunden oder bist du da quasi so auch durch andere Leute rangeführt worden? Also witzigerweise war es immer Musik für mich. Und erst seitdem ich die Jungs von Offenbach kennengelernt habe, war es dann okay, weil es waren halt Rapper, die haben gerappt und dann haben die mir halt gewisse Sachen nahegelegt. Dann habe ich mich natürlich auch immer mehr aktiv an Rap rangetraut. Klar habe ich vorher auch Sachen wie Missy Elliott gehört oder so Rap-Platten, die mir extrem gefallen haben. Aber schon so als klassischer Rap-Fan im Prinzip ist mit ins Leben genommen? Ich weiß gar nicht, ob ich damals ein Rap-Fan war. Ich war halt einfach ein Kind, das gerne Musik gehört hat. Und okay, unter anderem auch irgendwie mal Pop-Sachen auch. Aber ich glaube, das meiste von dem, was wir gehört haben, was auch logisch ist, was wird auf der Straße gehört? Hip-Hop und Rap. Ja. Ist irgendwie so, ne? Ja. Vor allen Dingen finde ich da auch ganz interessant, dass Deutschrap einen entscheidenden Impuls gegeben hat. Als es noch, wenn man die Epochen sich anguckt, in den 90er Jahren Deutschrap gegeben hat, der sehr mittelstandsgeprägt war ich bin ja selber eine Kartoffel, also von Kartoffeln für Kartoffeln. So, das hat natürlich auch in vielen Vierteln, in so Städten auch Leute einfach nicht angesprochen. Und auf einmal gab es eine, mit dem, was dann sich als Straßenrap definiert hat, so eine ganze Armee an Künstlern, eine Bewegung, die auf einmal, wie es genau für die anderen galt, einfach den Leuten aus der Seele gesprochen hat. War das für dich genauso, dass du auf einmal Leute hattest, die dir quasi Geschichten erzählt haben, die du selber siehst? Voll. Ich habe witzigerweise erst relativ spät angefangen, mich mit deutschem Rap zu beschäftigen, aber das Phänomen, von dem du gerade sprichst, das hatte ich bei einem Künstler, und zwar Asad. Ja. Ich meine, wenn man hier in dieser Region, dann muss auch der Name fallen. Und auch die Sachen, die Thematik, auch dieses Ghetto-Leben, auch wenn es abgedroschen klingt, aber das war halt Realität. Ich hole dich da raus mit Alter Tauri, war das, glaube ich, damals. Den habe ich auch so tot gefeiert. Zum Beispiel auch da schon. Die erste Pop- und Rap-Mischung, die ich extrem gefeiert habe. Die Symbiose funktioniert. Das hat man an solchen Kollabos ja auch immer gesehen. Ich bin ja der Meinung, man Musik immer aus zwei Gründen. Auf der einen Seite, weil man sich selber ausdrücken will. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, weil man gehört werden will. Und über die zweite Ebene werden sich Künstler immer dann bewusst, je größer sie werden. Okay, krass, ich werde jetzt gerade richtig berühmt oder ja, ich erreiche auf einmal richtig Leute. Was ist es bei dir so über die Zeit gewesen? Ich meine, du hast angefangen, man hat ein paar Sachen von dir mitbekommen, du hattest erst einen Aufschlag und dann hast du ja schon gemerkt, denke ich, dass Leute auf einmal Interesse an dem haben, was du machst. Aber da war das Album ja schon draußen, also viel künstlerisch hätte ich jetzt nicht mehr verändern können. Aber das ist eine sehr interessante Frage für nach dem zweiten Album. ich weiß nicht, worauf du genau hinaus willst. Vielleicht meinst du, dass wenn man als Künstler einen Erfolg hat und plötzlich sehr viele Ohren hat, die einem zuhören, ob man da was aktiv an der Musik verändert, sie versucht irgendwie künstlerischer zu gestalten. Ja, es ändert doch vielleicht auch ein kleines bisschen was in einem selber. Du machst ja
Du hast auf einmal ganz viel Verantwortung, das ist auch Druck. Genau, das meine ich. Da will ich ja nicht hin, weil das ein Album machen und Musik machen. Ja, man, also, ja, Verantwortung trifft das eigentlich ganz gut. Ich meine, es hören einem Kinder zu, erwachsene Menschen hören einem zu. Ich mache halt immer so den Test bei mir zu Hause. Wenn ich irgendwie, wenn ich neue Songs habe, dann zeige ich immer meine Familie, meiner Mom, meinen Brüdern und meinen Großeltern. Und wenn ich kein Schamgefühl davor habe, diesen Song vorzuspielen, dann ist das ein gutes Zeichen meistens. Ja? Ja. Sind das auch die härtesten Kritiker? Die sind also nicht so Kritiker im Sinne von total musikversiert und nerdy unterwegs, sondern einfach, ja, kann ich feiern, kann ich nicht feiern. So, witzigerweise habe ich bei ein paar Festivals, also nicht auf der eigenen Tour, da war immer alles unfassbar cool, aber auf Festivals, wo man dann so gebucht wird, wo gemischtes Publikum ist, spätestens nachdem ich den ersten Rap-Song gespielt habe, waren die Leute schockiert. So, what? She's rapping? Ist das Lieblingsmensch? So nach dem Motto. Ja. Aber es war trotzdem cool, die dann so ein bisschen trotzdem so langsam dahin zu erziehen. Rap ist in Deutschland jetzt nichts Neues, Freunde. Ja, die haben immer noch so ein kleines bisschen Angst, glaube ich. Und das ist die Problematik. Ich verstehe das nicht. Weil, ich meine, die Rapper, die erfolgreich sind, entweder es sind die Schmuddelkinder oder es sind die, von denen man sich dann auch als Konsens in der gesellschaftlichen Mitte einigen kann. Hm. Was wir so bei, keine Ahnung, Casper und Materia haben. Den kann auch jede Hausfrau, hat die CD zu Hause stehen. Und dann ist es auf einmal immer legitim. Weil sie nicht, glaube ich, vorher verstehen, was diese Künstler eigentlich, also diese Seele, die da drin steckt. Das ist halt nicht konstruiert, sondern das ist einfach ein Teil von auch dem Land ist, in dem man sich befindet. Absolut. Und ich glaube auch, dass es, weil du gerade Materia und Casper gesagt hast, dass es auch so eine Weiterentwicklungssache ist, eine menschliche Weiterentwicklungssache. Du kannst ja nicht dein Leben lang der kleine, freche Rapper-Dude aus dem Blocken oder aus dem Plattenbau sein. Du wirst ja irgendwann mal dann noch erwachsen, lernst dann vielleicht mal die Frau kennen, die dich ein bisschen settelt. Irgendwann wird man halt erwachsen und normal, in Anführungszeichen normal, was für die Bürger die Mitte ist. So, um jeder zweite Rapper, der erfolgreiche alte Rapper sagt ja immer, du willst meine alten, magst, feierst meine alten Songs, dann hör meine alten Songs. Ja, voll. Ich verstehe das aber auch, wenn die Leute das sagen. Was denkst du, wenn du so eine Wand siehst? Es ist voll die Wert. Also ich finde es voll schön, aber versuche das auch direkt zu vergessen. Weißt Warum? Du? Ja, einfach um den Hunger beizubehalten. Wenn man sich immer so eine Schallplatte anguckt, dann ist das, glaube ich, kann es Motivation sein, aber es kann dann auch irgendwie so träge machen. Ganz interessant, dass du genau diesen Impuls quasi beschreibst und versuchst jetzt ihn zu verhindern, den ich ganz oft bei Künstlern sehe und habe. Der Erfolg von diesem einen richtigen Album, das den globalen oder wie auch immer, also diesen deutschlandweiten Einschlag hatte oder sonst bei US-Künstlern auch den weltweiten Einschlag hatte, führt immer dazu, dass das zweite Kacke ist. Das ist nicht so gut, ist ja, genau. Nee, deswegen, also die hängen hier und ich gucke sie mir an, wenn ich alle zwei Tage mal oder im Monat mal hier bin. Dann ist es ganz cool, aber... Bist du stolz? Voll, richtig. Ja? Aber man darf das halt nicht zu permanent im Kopf haben, dieses, hey, das ist eigentlich nur Blech, Edelmetall, aber das Ding herum ist ein Bilderrahmen. Was glaubst du denn, worin liegt der Erfolg? Warum schaffst du es, so eine Wand zu bauen? Ich glaube, weil man nicht zu viel nachdenkt. Also man braucht schon, glaube ich, ein richtiges Gefühl für Musik und auch für einen Geschmack und für einen Sinn deiner eigenen Generation. Um etwas machen zu können, zu dürfen, was frei von Kalkulation ist irgendwie. Weil sonst sitzt du da und denkst dir, mein Gott, was soll ich, ich bin 26 Jahre alt. Was interessiert eine 26-Jährige? Das muss man halt irgendwie ein bisschen wissen. Und mit dieser Gewissheit dann sich selbst erlauben, auch vielleicht mal ein paar Dinger zu machen, die jetzt nicht so vorhersehbar sind auf irgendeine Art. Also Musik, die nicht vorhersehbar ist. Und dadurch auch vielleicht auch zeitlos bleibt. Das ist ein Anspruch, den jeder Künstler an sich stellen sollte wahrscheinlich. Also auch ich probiere es. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber I try that. Es ist ja auch etwas, was du auch gar nicht jedes Mal erreichen kannst. Voll. Ich meine, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Der Versuch, es zu machen, Dinge zu machen, die länger bleiben, ist schon Anspruch genug. Manchmal ist es auch diese eine Hit-Single,
So, jetzt wieder aus dem Rap das Beispiel, das was Kokaina jetzt, ich glaube, es dieses Jahr genau gemacht hat. Das ist auf jeden Fall dieser eine Impuls, der so bestimmt auch erstmal vieles andere überstrahlen wird, was die Jungs machen. Jetzt hast du, Lieblingsmensch ist ja schon, wenn man es hier so sieht, auch ein sehr prägender Song. Kannst du den selber noch hören? Ich höre meine Musik witzigerweise gar nicht. Nur wenn ich live spiele, dann... Dann musst du ja sie hören. Ja, genau, dann singe ich die. Aber ich höre meine Songs generell nicht, damit ich nie in die Situation komme, dass ich meine eigenen Songs hasse. Weißt du, wie ich meine? Du machst das alles ganz schön mit Bedacht. So, ja. Also sich den eigenen Hunger behalten, die Songs quasi vor sich selber schützen. Das ist voll Muss. Ich kenne mich doch, deswegen. Ist das Album schon durch? Das Album ist schon durch. Ja, genau. Jetzt geht's ins Mixing, Mastering. Wie gehst du an so ein zweites Album ran? Ich habe mir das versucht beizubehalten, genauso ahnungslos an das zweite Album ranzugehen. Also ahnungslos im Sinne von, ich werde jetzt nicht irgendwie schon festlegen, ob es ein Konzeptalbum wird oder ob es irgendwie wieder so eine gemischte Tüte an Emotionen wird für das erste Album. Und das ist letzten Endes auch geworden. Das ist einfach vielleicht eine logische Weiterentwicklung von Nador, das zweite Album. Nur vielleicht in sicherer und souveräner und alles noch ein bisschen besser. Gibt es Momente, in denen du deine Hip-Hop-Attitude, die du in dieser Persönlichkeit haben möchtest, verteidigen musst vor Leuten? Also auch im Team, im Umfeld? Nee, also in meinem Team sowieso nicht. Zum Glück nicht. Ja. Weil ich von Tag 1 immer irgendwie meine Meinung sagen konnte, ohne dass irgendjemand schreiend weggerannt ist. Ja. Ich glaube, das ist eher so ein Menschen, die dich von außen beobachten oder dich sehen. Die sehen in dir etwas, was du vielleicht selber nicht siehst. So. Und dann gibt es vielleicht Momente, wo man, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie jemand direkt aus dem Team, der sagt, hey, warum machst du das? So, das hast du überhaupt nicht nötig. So, das ist over whatever, keine Ahnung, du bist eine Liga drüber oder wenn die es ganz, ganz nett meinen. Dann. Ja, ja. Aber im Prinzip sowas halt, hast du nicht nötig. Oder wenn man dann impulsiv auf etwas reagiert zum Beispiel, was ja auch total normal ist, man ist Mensch. So, es gibt ja etwas, was einen triggert, darauf reagiert man und dann heißt es, okay, hör auf zu kommentieren, verdammte Scheiße. Lass das, sonst nehme ich dir dein Handy weg. Na sowas halt. Aber ansonsten nichts krass Schlimmes von wegen, hör auf zu rappen oder so. Ganz im Gegenteil, eigentlich sind die alle so, kommt jetzt was Rap-mäßiges? Oder mach dir jetzt weiter auf Chili mit Gitarre und wir wissen es nicht. Also ich weiß schon, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Du als Teil von dem, was sich aus Hip-Hop in den letzten, ja, jetzt fast 40 Jahren und in Deutschland aber auch in über 20, 25, 30 Jahren entwickelt hat, wie betrachtest du Hip-Hop heute in der Neuzeit? Im Ganzen, in dem, was sich da entwickelt hat, von dem Straßenrapper links bis hin, ja, Einflüssen in die Popwelt. Voll. Ich finde das alles sehr facettenreich, auch diese ganze Trap-Bewegung, die Deutsch-Trap-Bewegung finde ich unfassbar gut. Also sowas hat Deutschland meiner Meinung nach gefehlt in dem Alter, als ich noch jung war und diese Art von Musik, also ich hätte die gerne gehört, wenn ich irgendwie jetzt im Alter von 14-Jährigen wäre oder so. Ja. Genau, die Generation halt, die das jetzt eben so mitbekommt und für die das Deutschrap ist. Das hätte ich mir gewünscht. Aber das, was es vorher war, ist natürlich auch cool, weil es erzählt halt irgendwie eine Geschichte und zeigt halt, wie das Land so funktioniert und welche Menschen in diesem Land leben. Ich glaube, Hip-Hop ist irgendwie auch so der Spiegel der Gesellschaft. Und das entwickelt sich alles natürlich auf irgendeine Art und Weise und ich finde es Hammer. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Das ist auch der schöne Impuls meiner Reise, den ich mitnehme, egal mit wem ich mich aus welcher Epoche quasi treffe. Jetzt treffe ich als nächstes einen Kollegen aus Frankfurt, Moses Pelham. Mhm. Was fällt dir zu ihm ein, wenn du an ihn denkst? Moses Pelham ist irgendwie gefühlt so der deutsche Dr. Dre. Okay, ich bin auch Frankfurterin, aber trotzdem, ich glaube auch bundesweit hat er so ein bisschen den Ruf. Und welchen Einfluss hatte er auf Hip-Hop? Einen sehr, sehr großen mit Rödelheim, Hartreim-Projekt. Dann hat er ja vorher angefangen, auf Englisch zu rappen, bevor er dann mit Thomas, glaube ich, angefangen hat, auf Deutsch zu rappen. Also ein ganz, ganz riesiger irgendwie auch. Und dadurch, dass er eben auch diese amerikanischen Wurzeln hat, ist er noch ein Ticken krasser, was Authentizität angeht.
So, ich glaube ihm das, wenn er über Hip-Hop redet, zu 100%. Und das muss auch erstmal jemand schaffen. Ja, das finde ich auch. Deswegen bin ich jetzt bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ich sage mit einer Umarmung Dankeschön. Danke auch. Danke für die Zeit, es war schön und ich freue mich dann aufs Album. Wir machen uns jetzt auf die Reise zu Moses Patton. Word up. Stop looking, listen. Backspin.